Herzlich willkommen, liebe Leute, zurück auf meinem Kanal und welcome zu einem neuen Flug hier aus der Delta Mike November Mike Bravo. Wir fliegen heute mal wieder zu den Ösis rüber. Ich werde jetzt noch einen Außencheck machen und den Rest gibt es gleich im Cockpit. Bis gleich. Ja, willkommen hier im Cockpit und zu einem neuen Flug. Wir fliegen heute runter nach Zell am See und werden da ein bisschen rumchillen. Von der Karte her sieht es so aus, wir starten hier in Dingolfing. Ich habe aus Versehen Deckendorf eingezeichnet. Okay, jetzt muss ich fast rausschneiden. Wir starten hier in Dingolfing, dann geht es weiter Richtung Schönberg, Traunstein, Lofer, Saalfelden und Zell am See. Ja, Zell am See, was können wir über Zell am See noch? Was ist wichtig beim Anflug? Ich zeige euch das mal hier auf der Karte. Wir kommen über November an. Dann geht es weiter bei Approach Minimum 4000 Fuß. Der Abflug macht 3500 Fuß. Dann kommt man sich hier schon mal nicht in die Quere. Dann geht es weiter auf Seemitte und dann müssen wir mal schauen. Zell am See hat 08 oder 26 die Bahn. Und wir gehen dann hier über Seemitte und dann gehen wir hier quasi in den Gegenanflug. Okay, ELT ist armed. Oh, Alter, ich zerfließe gleich. Wir schmeißen jetzt die Kiste an. Hey, Alter, Alter. Ist das schon wieder heiß. So, Jock, Bremsen, rein, Leerlauf. Und dann würde ich sagen, go. Ja, wie gesagt, es geht nach Zell am See, was hier noch auf den Anflugkarten steht und was man berücksichtigen soll, ist generell in den Bergen immer ein bisschen ein Problem, ist der Funkkontakt zu dem Flugplatz. Do not descend below 5000 feet before having knowledge of the runway in use. Das machen wir am besten 5 Minuten vor dem Pflichtmeldepunkt November. Die Piste ist 780 Meter lang, das dürfte sich ausgehen und die Bezeichnungen ist eben die 08 und die 26 und ich, wie gesagt, ich tippe mal drauf, dass die 08 aktiv ist. Aber wissen tue ich es auch nicht genau. Damals mit dem Gleitschirmfliegen quasi fliegerisch in den Bergen groß geworden, worauf ich noch ganz besonders aufpasse. Ja, wenn du Pässe überfliegst, die immer im 45 Grad Winkel überfliegen, das weiß eigentlich jeder, steht eigentlich überall, aber was ideal wäre bei den Pässen überfliegen, ist, wenn du eigentlich höher bist als der Pass und du hast einen leichten Sinkflug, weil dann hast du noch ziemlich, oder hättest du halt noch Toleranz für Speed und deiner Höhe halt. Und hättest dann überhaupt keinen Stress. Bitte Sie auch, rufen Sie mich auf der 126,95. 126,95, Delta Mike November Mike Bravo. Delta Mike November Mike Bravo, auch auf der Frequenz. Danke Mike Bravo, Squawk ebenfalls 4453. 4453, Delta Mike Bravo. Ja, und ganz klar, wenn man durch Täler fliegt, immer rechts halten. Warum? Weil wenn das jeder macht, dann kommt man sich nicht in die Quere. Falls ich umdrehen muss, ist natürlich der Kurvenradius relativ hoch, wie wenn ich jetzt nur in der Mitte vom Tal fliege, deswegen immer rechts halten. Ja, und falls es doch mal der Fall sein sollte, dass man runter muss, wegen einem technischen Problem oder einer Notlandung, nie eine Notlandung auf dem Berg machen. Selbst wenn du da das perfekte Feld siehst, such dir immer eine Landewiese im Tal unten, weil falls was schief geht oder lass irgendwas sein, die Rettungsmannschaften brauchen ewig, bis sie auf dem Berg drauf sind. Unten im Tal hast du viel größere Chancen. Wir passen jetzt gerade die 5100. Dann klicke ich hier auf das Moon H und sage Set to Standard. Und jetzt sind wir auf Flight Level. Ab 5000 steigen wir nicht mehr mit Fuß, sondern mit Flugzeug.
Flight Level. Bei Föhn kann ich euch sagen, auch als ehemaliger Gleitschirmpilot, fliegt in den Alpen, lasst es sein, bleibt zu Hause, fliegt zum Flachland, aber fliegt auf keinen Fall in die Alpen, weil das ist einfach sackgefährlich. Mein Fazit ist immer, checkt das Wetter und schaut's raus, das ist das Wichtigste. Delta Mike November, Mike Bravo, entgegengesetzter BFA-Verkehr, 12 Uhr, 4 nautische Meilen, 900 Fuß Unter der nicht verifiziert. Delta Mike November, Mike Bravo, Traffic in Sight. So, liebe Leute, wir sind jetzt auf Flight Level 98 und leiten jetzt langsam den Sinkflug ein. Der See, Zell am See, sieht man da vorne schon am dem Tal. Und da werden wir jetzt mal hier die Bremsen reinziehen und schauen, dass wir runterkommen. Willkommen am Zell am See. Jetzt haben wir mal die Landung und dann schauen wir mal, ob wir hier eine Radl oder so kriegen. So, dann werden wir mal losradeln. Liebe Leute, was man natürlich bei so einem Alpenflug auch nicht vergessen sollte, jetzt nimmt es ein T-Shirt mit und eine kurze Hose. Es ist so heiß. Was vielleicht noch ganz wichtig ist beim Thema in den Bergen fliegen, ist einfach auch, dass die Wetterlage sich von Tal zu Tal wirklich drastisch verändert. Das heißt, hier ist vielleicht blauer Himmel, man startet los, will ins nächste Tal rein und da ist auf einmal komplett dicht. Also deswegen immer vorher schauen, was später in der Luft los ist. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt hier einen auf Fluglehrer klugscheißen will. Natürlich sollte man, bevor man das erste Mal in die Alpen fliegt, sollte man eine Einweisung machen, das ist ganz logisch. Darf man eigentlich Radl fahren und filmen? Die Höhe mit dem EFIS zu halten, und jetzt hat mir der Matthias einen ziemlich geilen Trick gegeben, wie man das machen kann, weil ich zeige euch das mal hier. Wenn man sich auf dieses Vari hier verlässt, was die ganze Zeit hoch und runter geht, dann wirst du wahnsinnig, dann fliegst du die ganze Zeit so. Klar, du kannst natürlich auch da hinten hier deinen Horizont gucken und so auch die Höhe halten, aber wenn du es halt über das EFIS machen willst, dann ist es ideal,
wenn wirklich der Punkt hier von deinem künstlichen Horizont immer perfekter ausgerichtet ist am Horizont, dann hältst du wunderbar die Höhe und es geht echt super easy going. Das hätte ich mir jetzt nicht gedacht, dass das so geil geht. Also da kannst du es wirklich ultra fein dosieren und du hältst perfekt die Höhe, ohne Scheiß. Back in Dingolfing, was für eine geile Landung war das denn? Ah, ich dachte schon, ich kann es nicht mehr. Ja, Leute, herzlich willkommen zurück. Vielen Dank fürs Dranbleiben, wenn ihr es überhaupt bis zum Ende geguckt habt. Für alle anderen, die dran geblieben sind, vielen Dank. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, freut mich immer total. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Macht es gut, bis dahin. Ciao.